Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu A Bird Story. Das letzte Mal haben wir viele tolle Abenteuer mit unserem Vogel erlebt. Ja, um es mal so aufzudrücken, er ist aber auch ein bisschen traurig, weil er wohl nicht mehr fliegen kann. Und ja, wir sind in irgendeinem Supermarkt. Keine Ahnung, wir wollen mal gucken, was wir hier zu tun haben. Wahrscheinlich Brot holen, weil da war ja auch irgendwas mit Brot. Wir haben kein Brot mehr. Bla bla bla. Das braucht der Vogel ja, damit er glücklich ist. Vielleicht sollten wir es mal bezahlen, ne? Bevor wir rausgehen. Das ist ja ein ehrliches Spiel hier, ja? Nicht so arschig. Hier ist vor der Briefkasten. Nun gut. Befinden uns wieder auf dem Heimweg. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Aber naja, wer ist denn da? Ah, hier war die Stelle, wo wir den Vogel getroffen haben.
Ist ja schon irgendwie cool, ne? Zwar ein bisschen unlogisch. Aber hey. Ist eigentlich echt cool gemacht irgendwie. Es ist halt schön. War ein cooles Hintergrundbild haben sie genommen. Und Boost. Nein. Wir wollen keinen Boost nehmen. Wir genießen dieses Spiel. Und diese zugesmockte Stadt. Da muss ich gerade mal meine Mütze richtig aufsetzen. Oh. Ab in die Berge, wa? Okay. Ist das etwa der Fuji-san? Weiß ich nicht. Hier war schon mal sehr bergig hier. Vor allen Dingen eine fliegende Insel. Okay. okay, es gibt Stationen abzuarbeiten. Oh Mann. Eine Flucht in die Träume, glaube ich. Ja. Das Spiel ist ja eigentlich recht realistisch angehaucht, aber hat dann doch hier so ein paar Fantasy-Elemente. Wahrscheinlich gehe ich schon fast davon aus, dass das alles wirklich nur ein Traum ist. Oder größtenteils. Aber coole Kulisse. Muss ich ja schon sagen. Arm kratzen. Die nächste Insel. Okay. Ich hoffe nicht, dass ich im ersten Gebiet schon was übersehen habe. Weil irgendwie war da ja auch nichts. Naja, hätten wir wahrscheinlich gesehen. Dann gehen wir einfach weiter. Okay, jetzt wird's lila. Okay. Noch zwei Nester verbleiben. Okay, ich glaube, ich habe wirklich einen am Anfang übersehen, kann das sein? Weil das sieht mir da schon sehr finalig aus. Weil das nämlich auch das von diesen ganzen Bildern ist. Oder auch nicht. Okay. Damit haben wir alle Nester erkundet. Mal sehen, was jetzt passiert. Thank you.
Okay, wir flüchten vor der Tierärztin. In unser Zimmer. Okay. Okay, der Vogel macht gar nichts mehr. Interessant. Bleibt der Vogel tatsächlich mal zu Hause? Oh. Flucht. Benny Hill für Arme, alles klar, ich verstehe schon. Fällt gar nicht auf. Wie bescheuert. Ich mach da den Mario. Oh mein Gott. Hat nicht funktioniert. Okay. Was jetzt? Wie wir die Eltern einfach noch gar nicht gesehen haben. Okay. Scheint ein sehr trüber Tag zu sein. Was geschieht bloß? Okay, wir nähern uns mal wieder dem Ort, dem Fundort quasi.
War doch hier irgendwo. Ach so. Oh Gott, Leute. Ein letzter Gang zusammen mit dem Vogel. Danach wird er wahrscheinlich eingeschläfert oder sowas. Der letzte Gang zum Ziel kommt einem ewig vor. Aber er steht dennoch bevor. Okay. Wir müssen hier weg. Ja, scheinbar ist er wirklich so abhängig von seinem Freund da geworden, seinem kleinen Freund. Also, oh nein. Dass wir nicht den Vogel hier nicht übergeben können. Ich weiß, der Part geht schon lang genug. Oh, aber ich glaube, das Spiel ist gleich vorbei. Deswegen ziehen wir das jetzt nochmal eben durch hier. Oh Gott. Ich glaube, es wird ganz böse enden.